1943. Vor 2 Jahren haben wir in Berlin Abschied genommen. 2 Jahre und kein Ende. Erst war es nur ein neues Gefühl. Jetzt weiß ich es. Die deutsche Wehrmacht ist nicht unbesiegbar. Wir haben Stellung bei Orel bezogen. Es heißt, dass es bald die letzte entscheidende Schlacht geben wird. Die Schlacht, die den Krieg beendet. Ich weiß nicht, ob ich noch das erfülle, was meine Männer in mir sehen. Den festen Glauben an einen Sieg. Los, weiter. Schön Schreck hast du uns eingejagt. Es geht an. 2 Jahre in Russland, nix, Panimai. Holt euch was zu essen. Jawohl. Jawohl. Frisch aus der Ausbildung. Halbe Kinder. Je älter der Krieg, desto jünger die Soldaten. Was ist mit meinem Urlaub? Der Oberleutnant sagt, alle Urlaube sind gestrichen. Die brauchen im Moment jeden Mann, um die Offensive vorzubereiten. Scheiße. Meine Verlobte wird... Du hast keine Verlobte, Bartel. Wie soll ich auch ohne Urlaub eine bekommen? Hallo. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name. Der Rothaarige, letzte Woche, wie hieß er nochmal, Schneider? Der dem die Granate den Kopf weggeblasen hat. Wumm! Wenn du in 4 Wochen noch lebst, dann kannst du mir deinen Namen nennen. Bis dahin 1, 2. Mein Bruder wird schon Männer aus ihnen machen. Ja, sicher. Wie sind unsere Chancen? Das deutsche Afrika-Korps hat sich ergeben. Von Tunis nach Sizilien sind es noch 300 Kilometer. Als nächstes werden die Alliierten Italien angreifen. Wir müssen die Russen unter allen Umständen zurückschlagen. Entschuldigung, Herr Oberleutnant. Wann kämpfen wir endlich? Werden die Russen angreifen? Natürlich greifen wir zuerst an. Der Deutsche greift immer als Erster an. Der Führer hat gesagt, bis zum Winter ist der Krieg entschieden. Hat er auch das Jahr erwähnt? Das wäre Kraftzersetzung. Fetismus. So, Jungs, schon spät. Zapfenstreich. Gute Nacht, Herr Oberleutnant. Gute Nacht, Herr Oberleutnant.
Пойдемте. Weg vom Brunnen! Schneider! Weg vom Brunnen! Meine Herren, es ist soweit. Unsere wochenlangen Vorbereitungen kommen zum Abschluss. Morgen wird mit einem Großangriff auf die russische Zentralfront unsere Sommeroffensive beginnen, die auf den Frontvorsprung bei Kursk zielt. Der Deckname lautet Zitadelle. Der Angriff wird in zwei Keilen von Orel und Bielgorod ausgeführt werden. Östlich von Kursk treffen wir mit Hoths 4. Panzerarmee zusammen und schließen die Zange. Diese Schlacht wird den entscheidenden Durchbruch erzielen und der deutschen Wehrmacht die Initiative zurückgeben. In 6 Tagen muss Kursk gefallen sein. Der Führer erwartet, dass jeder einzelne Mann in den nächsten Tagen sein Bestes gibt. Es wurde veranlasst, dass noch heute Abend eine bekannte Schlagersängerin zur Unterstützung der Truppe bei uns auftreten wird. Die Männer sollen sich noch mal entspannen, bevor es losgeht. Danke. Oberleutnant Winter. Ich bedauere den Anschlag auf Ihre Truppe. Die Attentäter werden selbstverständlich noch heute hingerichtet. Was ist los, Wilhelm? Wir hatten bereits die Außenbezirke von Moskau erreicht. Jetzt sind schon wieder mehr als 500 Kilometer. Ich weiß, Stalingrad war ein Desaster. Aber noch können wir diesen Krieg gewinnen. Wir haben Kharkov und Bielgorod zurückerobert. Den wir sie verloren hatten. Reißen Sie sich zusammen! Wir müssen diese Schlacht gewinnen. Es ist unsere letzte Chance, den Russen ausbluten zu lassen, bevor die Amerikaner kommen. Jetzt sehen Sie, dass Sie rauskommen. Herr Hauptmann. Wie führt man seine Männer in eine Schlacht, von der man weiß, dass sie kaum einer überleben wird? Die eigentlichen Gewinner des Krieges sind die Fliegen. Wir mästen sie mit unserem Fleisch. Achtung! Legt an! Feuer! Du mieser Drückeberger, hast vorbeigeschossen. Du bist so ein dämlicher Feigling. Friedhelm. Als wir die Bauern erschossen haben, wegen des Brunnens. Glauben Sie, das waren alles Partisanen? Nein. Haben Sie schon viele getötet? Du tötest, bevor sie dich töten, das ist alles. Ich wollte mich fürs Wintersemester einschreiben. In Freiburg. Bei Professor Heidegger. Philosophie und Geschichte. Glauben Sie, das klappt? Vielleicht solltest du besser das Sommersemester wählen. Ja, klar. Meine Mutter hat gesagt, jetzt halt endlich die Klappe. Natürlich.
eine Stunde und 20 Minuten. Wie ist dein Gefühl? Wir kommen alle an die Reihe. Schneider hat sogar eine Etappe erwischt. Als er dich damals zusammengeschlagen hat. Das war richtig so. Nein, das war's nicht. Ich hab dich im Stich gelassen. Es ist nicht immer leicht, zu wissen, was richtig ist. Vater hat immer von mir erwartet, dass ich... Am Anfang. Geht los. Jawohl. Aufsetzen, aufstehen! Es geht los! Los, Jungs, es geht los! Jungs, es geht los! Die Russen wussten, dass wir angreifen. Wir werden sie nicht überraschen. Ich weiß.